Hey Leute, Julius und Julian hier, mal wieder mit einem Vlog. Und ihr fragt euch bestimmt, warum wir schon wieder beim VfL Wolfsburg sind. Hinter uns die Volkswagen Arena. Ja, wir wurden von Vodafone eingeladen in ihr E-Sport-Team. Sozusagen, also wir sind heute für einen Tag zumindest mal E-Sportler. Grüße gehen raus an den Keller, der ja für gefühlt einen Tag beim FC Schalke 04 angestellt war vor kurzem. Genau, wir spielen heute nämlich ein 2-gegen-2-Turnier. Julian und ich im Team Vodafone gegen die E-Sport-Vereine von Werder Bremen, vom VfL Wolfsburg, Hertha BSC Berlin. Die E-Academy ist auch am Start, heißt, ihr werdet auch bekannte Gesichter wiedersehen. Focus Clan ist dabei und auch Paris, das müsste es gewesen sein. Wir erhoffen uns jetzt nicht die größten Chancen, aber vielleicht können wir uns ja gut präsentieren hier im Vodafone-Team. Genau, das Ganze wird im 2v2-Modus gespielt, also da haben wir vielleicht sogar eine Chance, weil das ist alles andere als einfach, auch für die E-Sportler, die sind das ja gewohnt, alleine zu spielen. Wir haben es jetzt zwar auch nicht gerade drauf, aber schauen wir einfach mal, wie es läuft. Wir nehmen euch heute mit und gucken mal, wie weit wir kommen. Am Start hier schön in den Vodafone-Farben. Die Vodafone ist am Start und damit wird heute rasiert gegen die Vereine. Sind wir mal gespannt. So, wir sind jetzt im Stadion. Hinter uns machen die Bühne gerade fertig. Event wird also bald losgehen und ja, wir sind heiß bei dem Vodafone-Dress. Und wir sind mal gespannt, wer unsere ersten Gegner werden. Das wissen wir nämlich noch nicht. Bald startet's. Wir sind auf jeden Fall schon high. Ja, aber ich hab alle mit gleich. Ey, ist echt Barcelona. Ey, Mo! Barcelona-Feeling hier. So, wir stehen jetzt hier vor der Bühne, da wird es dann gleich losgehen. Und wie gesagt, wir sind heute hier mit Vodafone am Start, um das neue FIFA 19 zu testen hier beim FIFA 19 Launch Event des VfL Wolfsburg. Klar, da werden wir vielleicht auch die neuen Spielmodi anzocken, Spiele ohne Regeln und so weiter und so fort. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das auch gegen die anderen Jungs laufen wird. Ja, da hinten seht ihr schon, gleich geht's los. Die letzten Vorbereitungen laufen und dann geht's ab auf die Bühne. Und wir zocken FIFA 19. Wurden ausgelost und wie es der Zufall so will, wir spielen gegen die E-Academy in Form von Bene und Rias. Wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Ich denke mal, die Favoriten sind schon die beiden, aber mal schauen, was Team Vodafone reisen kann. Jungs, den Pokal holen wir uns. Focus klar, Focus. Als erstes gegen die Wolfsburg-Profis Knoche und ich weiß nicht, wer noch dabei ist, aber gewinnen wir vielleicht, ja. Schauen wir mal. Hier schauen wir uns jetzt aber an, was Riyad und Bene da auf den Platz bekommen. Und auf der anderen Seite FIFA Goals United, Team Vodafone. Beide mit Karlsruhe unterwegs, kommen ja da aus der Ecke, deswegen war die Entscheidung wahrscheinlich nicht so schwierig, da den Karlsruher SC zu nehmen. Und die Academy-Leute natürlich mit Wolfsburg am Start. Er hat wieder das kleine Finishing perfekt gemacht, grün getroffen, aber der Ball ist trotzdem nicht reingegangen und jetzt kommt es, glaube ich, einfach Kreis für Sam. Ja, das ist eine typische Aktion im Kreis für Sam. Aber das Tor haben sie sich jetzt auch verdient. Ja, dann muss man das aber gar nicht machen. Ja, scheiße, da reicht aber. L ist aber kein Glück und jetzt. Das ist aber L1, R1. Ja, das war der flache Schuss, genau, du sagst, der jetzt mit L1, R1 gemacht wird. Wir gehen in die Verlängerung hier. Wenn es euch kommt, jetzt finde ich, das wäre der perfekte Spot gewesen. Bisschen zu weit gelaufen, glaube ich, aber er ist trotzdem drin. Und die Wölfe, was er da mit weniger Tore kassiert hat, aber das hat trotzdem noch Tore kassiert. Ja, wir haben jetzt unsere beiden Spiele hier hinter uns. Es hätten natürlich auch mehr werden können, aber wir haben leider das erste Spiel gegen Bene und Ria direkt verloren. Wir sind sogar bis in die Verlängerung gekommen.
Aber dann haben sie uns doch nochmal zwei Tore eingeschenkt. 3-1 gewonnen und ja, dann haben wir gegen die Wolfsburg Profis, also die richtigen Profis, noch gespielt. Genau, das lief richtig gut. Wir haben den neuen Spielmodus keine Regeln gespielt. Denn in FIFA 19 gibt es ja 5 verschiedene Spielmodi und das ist einer davon. Bei keine Regeln, ja, der Name sagt schon alles, kein Abseits. Keine Fouls. Die Anfangsphase, man sollte da mal fragen, Alter, ihr sollt die Gegner umgrätschen und nicht euch gegenseitig, was ist denn da los? Oh, und da ist die Mitte wieder ganz frei schön reingespielt, da legt er nochmal Sweaty rüber und da ist die entscheidende Grätsche. Gut über außen gespielt. Da wird genau das gemacht, was ich gesagt habe. Der Spieler, der nach vorne rennt, wird einfach schon vorher umgegrätscht. Das ist auf jeden Fall ein taktisches Element hier in diesem Modus. Schöner Pass in die Mitte, da muss die Grätsche kommen, da kommt die Grätsche. Julian wieder in der Offensive, schöne Skillmoves, der dribbelt, der lässt die Leute einfach aufsteigen. Time Finishing. Nee, wer war's? Julius hat schon die Faust geballt. Julius, komm, du hast sogar eine Trophäe. Und er haut den Depp raus. Jetzt, schön, jetzt in die Mitte. Ja, nein, was eine Grätsche. Das lief richtig, richtig gut, ne? Das lief überragend, 6-0, das war natürlich ein bisschen zu hoch. Aber die VfL-Profis, die sind vielleicht auch nicht so geübt darin, ohne Regeln zu spielen. Genau. Müssen sich in der Bundesliga immer brav dran halten. Und ja, bis jetzt macht alles richtig, richtig viel Spaß. Wie gesagt, bisschen unglücklich ausgeschieden, bisschen mehr Glück und wir hätten es vielleicht geschafft. Ja, aber wir wollen jetzt mal schauen, wie das Turnier heute noch so läuft. Genau, Team Vodafone ist leider raus, hat aber mega Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Vielleicht ja Riad und Bene. Ja, den drücken wir jetzt die Daumen. Let's go. Also der Daumen geht nach oben. Shake hands. Damit sind wir hier alle ready für das große Finale des FIFA 19 Launch Events hier beim VfL Wolfsburg eSports. Und damit kann es von unserer Seite hier gerne reingehen in die Partie. Es wird auch hier ein Spiel gespielt, 85er Modus, 2-on-2. Das soweit die Rahmendaten VfL Wolfsburg. Ihr Academy unten links in der Facecam zu sehen gegen Paris Saint-Germain mit niemand Geringerem als Rocky, dem FIFA 17 Ultimate Team Weltmeister und Manika an seiner Seite. Riad und Bene von der Wolfsburg E-Academy werden sich in dieser Sekunde den Sieg sichern hier beim VfL Wolfsburg FIFA 19 Launch Event. Es gibt auf jeden Fall nochmal Shake Hands hier und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier vom Kommentatorendesk. Danke fürs Zuschauen und jetzt hören wir natürlich direkt live in die Emotionen rein. Wow, das war eine große, fette Sache. Gratulation an euch hier, Jungs. Das war, ja, erstmal Gratulation. Euer Pokal wartet natürlich auf euch, genau. Aber Glückwunsch.